Malti und hallo liebe Angelsportsfreunde. Ja, es ist wieder soweit, die My Fishing Box ist angekommen und ich möchte ganz gerne mit euch, wie immer, diese Box auspacken. Als besonderes Special habe ich vom Luke noch seine Pro-Box gekriegt. Da ist sie. Die möchte ich auch noch mit euch auspacken. Das ist diesmal meine allerletzte Box. Das heißt, 12 Monate sind vorbei. Ein Jahr My Fishing Box ist vorbei. Und danach bekomme ich keine mehr. Das ist jetzt das letzte Unboxing und ich würde sagen, wir starten einfach. Let's go! Für euch wie immer das erste First View. Ich schneide sie auf. Falls gleich Verpackungsmaterial rausfällt, ich hebe das gleich wieder auf oder ich mache sie jetzt als erstes weg. Upp. So, da haben wir als erstes Dickköpfe, ein Hardbait, sieht für mich aus Haken wie Spinnerbait oder mit Spinnerblättchen. Dann haben wir hier ein Weichköder, ein Plastikköder von Savage Gear, oh, diesmal ist relativ viel drin, nochmal ein Weichköder. Sticker, Lolli, ein bisschen Eigenwerbung wieder. Und was ganz wichtig ist, die My Fishing Box News. Da gucken wir jetzt gleich mal rein, welche Köder wir als erstes haben. Ich packe kurz weg, dann geht's los. Als erstes haben wir einen Neuk Smoking Swimmer in 7,6 cm. Das ist ein Weichköder. Den packe ich mal aus. Diesmal in einem Grün gehalten, kein Rosa. Riechen kann ich jetzt nichts. So sieht er aus. Ich halte ihn mal ganz kurz in der Aufnahme. So sieht er jetzt aus. Schön im Grün, schöne kleine Noppen, schön wellenförmig. Der Schwanz hinten ist auch ein bisschen gebogen. Der hat so eine kleine Eigenleistung. Mal gucken, wie der sich unter Wasser hält. Beziehungsweise, wie der sich unter Wasser verhält. Offset-Haken kann man auch montieren. Hier oben ist so ein kleiner Schlitz drin. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. So. Als zweiten Köder haben wir einen Yancy Rattle Snapper in 5 Gramm. Das ist dieser schöne Köder. Schauen wir mal schnell drauf, wie schwer der ist. Ja, wie gesagt, 5 Gramm, slow sinkend. Packen wir auch mal schnell aus. Immer dieses Verpackungsmaterial. Bin ich ja gar kein Freund von. Jawohl, so sieht das Ganze aus, in einem leichten Fire Tiger Dekor. Rasseln hat er auf jeden Fall drin. Einmal kurz eine Aufnahme. Ja, so sieht der Ganze schön aus. Gelber Rücken, gelber Bauch, blauer Rücken, ein bisschen grün dazu, ein paar Streifen dazu. Augen sehen auch geil aus, Drillinge sind schon mal scharf, habe ich mir schon in den Finger gerammt. Ja, das ist der Yancy. Als nächstes haben wir einen Quantum Aris Pin in 7,9 cm. Da ist er. Ich packe ihn auch mal schnell aus. Kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Pintail. Schön grüner Rücken, gelber Bauch. Halte ich auch noch mal schnell eine Aufnahme. Ja, so sieht er aus. Wie gesagt, kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Pintail, Low Action, aber soll wahrscheinlich eine gute Waffe für Barsche sein. Das ist er. Kommen wir zum nächsten Köder. Da haben wir ein Dojo Desu Head Jigkopf Set. Genau, da sind die Jigköpfe. Sind abgerundet oder beziehungsweise flach. Wie schwer sind die? Ich habe jetzt hier die Version in... ja, Hakengröße 2 und 2,5 Gramm. Ihr könnt das ja nochmal schnell auspacken. Die werde ich jetzt nicht in der Nahaufnahme halten, die zeige ich euch jetzt so. So sehen die ganzen aus. Wie gesagt, unten abgeflacht, schwarz gehalten, aber jeder kennt ja Jigköpfe.
Als nächstes haben wir von Jensi Trout Dopper Spinner. Das sind diese Haken mit einem Spinnerblatt vorne dran. Kann man vorne am Spirulino führen oder auch als separaten Spinnenköder nochmal führen mit ein paar Bleischroten vorne ran und nochmal zusätzlich irgendwie einen kleinen Gummiköder oder so, Lebenköder dranhängen. Die packe ich jetzt nicht aus. Müsste eigentlich fast jeder kennen. Und als letztes haben wir nochmal ein Savage Gear, eine Zikade in 3,3 cm mit 3,5 Gramm. Da wurde ja auch schon ein bisschen Werbung für gemacht. Ist so eine Art Insekt. Den packe ich für euch aus und dann kommt er nochmal in die Nahaufnahme. Wenn er sich denn auspacken lässt. Immer ein Messer dabei haben, das ist gut. Ah, so. Oh, der sieht so ein bisschen aus wie die Fledermaus. In klein. Ich habe ihn in grün, kein rosa, grün. Und ich denke mal, der gibt vorne so ein bisschen schöne Vibration ab, wenn man den reinzupft. Ich halte ihn jetzt nochmal in der Aufnahme und dann schauen wir uns ihn im Detail an. Da haben wir den schön, die Zikade. Vorne die schönen Flügel. Als kleinen Zusatzreiz rote Augen. Ja. Mal schauen, ob ich damit einen schönen Barsch oder auch eine Forelle überlisten kann. Da ist er nochmal. Sehr schöner Köder. So, das war meine Ultra-Leichtbox. Jetzt kommen wir zu der Pro-Box und ich bin gespannt, was in dieser sein wird. Die ist ein bisschen größer als meine Ultra-Leichtbox, aber es hört sich schon mal sehr gut an. Aufmachen, First View wie immer ihr. Auch wieder Verpackungsmaterial, das schmeiße ich kurz raus. Verpackungsmaterial ist draußen. Wie immer für euch First View haben wir einmal von Westin schöne knallige Köder, große. Dann haben wir wie in der kleinen Ultra-Leichtbox auch eine Zikade. Nochmal einen großen Gummiköder. Junge, 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 Luke, da hast du aber schöne Köder drin. Nochmal einen schönen Weichköder. Chicks, so wie ich. Und nochmal einen Weichköder, wird wahrscheinlich auch ein Neuk sein. So. Wieder das andere ist wieder Werbung und Eigenmarke. Ich will die My Fishing Box News und dann schauen wir uns mal die Köder im Detail an. Als erstes haben wir den Savage Gear Zikade in 4,8 cm mit 9 Gramm. Ich kann die gerne auspacken, hat mir der Luke erlaubt. Und dann halten wir das gleich nochmal in die Nahaufnahme. Hier haben wir ein schönes braunes Dekor. Aua, Haken sind scharf. An der größeren Variante haben wir zwei Drillinge und die halten wir noch mal schnell in der Aufnahme. Das ist der Köder, ein bisschen größer als meiner, hat nicht die roten Augen, aber dafür in einem schönen braunen Dekor. Gefällt mir auch sehr gut. Als nächstes haben wir noch mal einen Savage Gear Köder, ein Smashtail in 10 cm mit 9 Gramm. Ich dachte erst, das wäre ein Rattleshad, aber das ist der Köder, den es auch von Westin, glaube ich, gibt, so einen ähnlichen. Der macht hinten eine richtig schöne, geile Druckwelle. Hier schön im Barschdekor mit dem Ding, mit dem Paddel, was hinten richtig schön Druck macht. Das Ganze halten wir jetzt auch noch mal schnell unter die Nahaufnahme, gucken uns das Detail an und dann gehen wir zum nächsten Köder. So sieht das Ganze aus, ist kein Gummiköder, sondern ein Hardbait, ist aus Plastik. Wunderbar, das dreht sich auf jeden Fall bestimmt richtig geil an der Wasseroberfläche. Und der Luke wird bestimmt gespannt sein, ob er da einen dicken, fetten Hecht mit kriegen kann. Nochmal hier, das ist der Köder ST100. 100 steht für 100 mm, also 10 cm. Als nächstes haben wir ein Westin Kick Tease Ready Rigged 15 cm, also schon vormontiert, in knallig orange und gelb. Ich glaube, den müssen wir nicht auspacken. Halten wir jetzt schnell mal so ins Detail, in die Detailkamera. Das kann man, glaube ich, schon so ganz gut erkennen. Wunderbar, das ist der schöne Westin Kick Tease. Ist in einem schönen leichten Stinnformat. Ja, kommt im Doppelpack mit Haken. Und kann man eigentlich schon ready to go to fish.
Als nächstes haben wir wieder die wunderbaren schönen Jigköpfe von Dojo. Hier haben wir die Größe 4.0 und mit einem Gewicht von 14 Gramm. Sind schon echt dicke Brocken, wie auch in der kleinen Ultraleichtbox und mit den Köpfen abgeflacht. Sollte ein schöner Stand-Up-Jig sein. So, brauche ich ja jetzt nicht im Detail, müsste eigentlich jeder kennen. Als nächstes haben wir einen Quantum Smellchat in 13 cm. Der kommt mir schon so ein bisschen vor wie von Westin. Die Köder ähneln sich sowieso fast alle. Mal gucken, ob der riecht. Ich packe den mal aus. Hier haben wir schön in einem Gold-Schwarz-Glitter-Dekor. Ein Action-Chat. Nein, typischer Geruch von Gummi. Es gibt ja Köder, die riechen, der nicht. So sieht das Ganze aus. 14 cm. Auch gut für Hecht und Zander. Detailaufnahme. Das ist der Quantum. Schön richtig viele Goldpartikel mit drin, Glitzerpartikel. Schon fast mehr Glitzerpartikel als den schwarzen Rücken. Und als letzten Köder aus der Pro-Box haben wir einen Neuk Smoking Swimmer inklusive Jig-Head. Schauen wir mal, wie viel Gramm. Normalerweise steht das ja immer drauf. So wie bei mir in der Ultra-Leicht-Box. Auch wieder eigentlich für Offset gedacht. Und hinten der Schaufelschwanz so ein bisschen eingedreht, dass er nochmal eine richtig schöne Aktion kriegt. Im Braun gehalten, mit einem Jigkopf. Das sieht mir sogar schon fast aus wie ein 1er, 1.0er und fast 8,5 Gramm. So sieht er aus. Einmal kurz in der Nahaufnahme. Das ist dieser schöne Neuk-Köder. Schön braun, motorölmäßig, mit ein paar Glitzeranteilen drin. Nicht spektakulär, aber bestimmt extrem fängig, vor allem auch für unsere Gewässer. Das war mein Unboxing von der MyFishingBox, Ultraleichtbox und als kleinen Zusatz nochmal die Pro-Box von dem Luke. Damit endet meine Serie. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing über ein Jahr gefallen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mich so reichlich unterstützt habt, mir Kritik geäußert habt und dass ihr reichlich und fleißig zugeguckt habt. In diesem Sinne, das war's von mir. Ein Jahr MyFishingBox ist zu Ende. Was soll ich sagen? Ich probiere diese Köder jetzt aus und wenn ich was mit denen fange, dann kommt es nochmal als Zusatz hinten als kleines Video dran. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Tschüssi!